Liebe Grillfreunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute werden wir gemeinsam unseren Santos Barbecue Kart Pro aufbauen. Viel Spaß dabei! Wir schauen, wie gut der verpackt ist. Machen ein Kartönchen auf. Das sieht schon mal gut aus. Hier haben wir eine Rückwand. Sehr gut. Hier haben wir die Schienen für das Regal, was innen drin ist. Für die Türe mit den Magneten. Das gehört auch zum Regal. Noch mehr Regal. Jetzt müssen wir es bald aber mit dem Regal mal haben. Das sieht mir aus wie eine Seitenwand. Wer hätte das gedacht? Körbe. Schöne Griffe zum Ziehen, links und rechts. Schraubenset finden wir auch gut. Mitgeliefertes Werkzeug. Warte mal, hier schönes. Ah, den unteren Magneten für die zwei Türen. Jetzt haben wir noch Bedienungs- und Montageanleitung. Ja, sollte helfen. Räder finden wir auch gut. Die nächsten Seitenwand. Was mir gut gefällt, alles sehr kompakt verpackt, sicher verpackt. Es kann nichts nach links und nach rechts hin und her fliegen. Transportsicherung können wir. Aha. Sehe aber gerade, dass wir hier drin was haben. Unsere wunderschönen Edelstahltüren. Bling, bling, wunderschön. So gefällt uns das. Ein letzter Blick in den Karton, ob noch was drinnen ist. Und tatsächlich eine Rückwand haben wir noch hier. Geht weiter. Und Unterboden. Und im Unterboden haben wir noch Bleche für, ich glaube, die Seitenwände innen drin. Aber das wird uns nachher die Montageanleitung verraten. Wer sich jetzt beschwert, es wird mit zu viel Folie gearbeitet hier, lieber so und ihr habt ein sauberes, anständig verpacktes Produkt, als dass es kaputt ist, schmutzig und zerkratzt. So, das ist der Unterbau, der Boden. Hier kommen nämlich gleich die Räder drauf. Ein letzter Blick in den Karton und ich sehe, wir haben alles draußen. Der Aufbau ist keine Raketentechnik. Es gibt trotzdem zwei, drei kleine Punkte, die gebe ich euch mit auf dem Weg, damit ihr es deutlich einfacher haben werdet. Tipp Nummer 1 kann ich nur sagen, baut das Ding auf dem Tisch auf, nicht auf dem Boden, auf die Knie. Habt eine gesunde Arbeitshaltung. Das ist Tipp Nummer 1. Leute in meiner Gewichtsklasse müssen nicht mehr unten auf die Knie rumturnen. Das kann mein Sohn machen. Ich bin da raus. Dann gibt es hier das Schraubenset. Alles beschrieben. Und ein wichtiger Hinweis, es gibt einmal M6-Schrauben in Schwarz und M6-Schrauben in Edelstahl. Das hat auch einen gewissen und bestimmten Grund. Und ich sage euch, wann es soweit ist, wollen wir die silbernen Schrauben nehmen. Schritt Nummer 1, die Räder montieren. Das geht erstmal mit der Hand sehr gut. Und dann liefern wir einen Maulschlüssel mit, um nochmal die Räder wirklich festzumachen. Achtung, nach fest kommt lose. Das reicht schon. Das war Schritt 1, jetzt kommt Schritt 2. Bevor wir anfangen, hier rumzuschrauben, ziehe ich einmal von den Softrollen die Bremsen an, um sicher arbeiten zu können. Es ist auch immer klar beschrieben, wie viele Schrauben wir pro Arbeitsschritt brauchen. Heißt, ich lege mir die Anzahl der Schrauben zurecht, um einfach gewährleisten zu können, dass ich selber keine Schraube vergesse. Ich nehme einen kleinen Akkuschrauber. Ich habe nämlich keine Lust, mit dem Schraubendreher zu arbeiten. Schritt 3, wer hätte das gedacht? Die andere Seitenwand wird montiert.
kommen wir zu Schritt 4. Jetzt gibt es von mir einen kleinen Tipp. Wir schrauben einmal oben eine Schraube rein, nicht fest, sondern nur reinschrauben. Und die dritte Schraube machen wir rein oder ins dritte Loch. Dann können wir die Rückwand, nämlich die ist ja zweigeteilt, einmal einhängen. Dann haben wir einen Halt und können die schön festschrauben. So Tipps kriegst du nur, wenn du das einmal aufgebaut hast, ohne diesen Kenntnisstand. Mache ich nur noch so. Ich zeige euch das nochmal, was ich meine mit dem Einhaken. Kann ich hier links und rechts einhaken, dann lasse ich die Rückwand fallen, die hat ja schon einen Halt und schraube dann jetzt die unteren Schrauben fest, hier oben festgeschraubt, guck, dass alles mit der Seitenwand, mit der Rückwand in der gleichen Flucht ist. Wir wollen sie auch schön haben. Schritt 5, wir bringen den Querbalken an für die Türe. Wir müssen einmal einen Halt bekommen, dann geht das. Hier empfiehlt sich jetzt ein Schraubendreher, den ich nicht zur Hand habe. Ich könnte einen holen, aber jetzt mal ehrlich, das wäre doch langweilig und zu einfach. Hält. Schritt Nummer 6, wir schrauben die Halterung, den Magneten für die Türe unten in den Unterwagen. Ganz entspannt die andere Schraube reinhauen, haben noch genug Spiel. Hier hauen wir fest, die erste hauen wir fest und Schritt 5 ist fertig. Und so schnell ist Schritt 6 fertig. Schritt 7, es kommen die Halterungen für die Laufschienen, für die Körbe an den Korpus dran. Das machen wir jetzt gemeinsam. Freunde, Schritt 8, jetzt kommen unsere 4 Edelstahlschrauben zum Einsatz und 4 schwarze Schrauben M12. Die Edelstahlschrauben kommen hier vorne rein, damit das optisch natürlich passt und hinten diese Laufschienen werden von der Rückseite verschraubt, die in schwarz, damit es zum Korpus passt. So, wir sehen, ich habe wieder vorne die Schraube angeschraubt, damit die Schiene hält. Jetzt kann ich von hinten die Schiene einmal festschrauben, gehe nach vorne und schraube die Edelstahlschraube ebenfalls fest. Und das Ganze machen wir jetzt noch dreimal. Es gibt die zweimal die linke Seite, zweimal die rechte Seite. Das erkennen wir daran, dass wir hier hinten einen Stift haben, der den Korb abbremst, dass wir nicht nach hinten durchschlagen. Heißt, das ist jetzt die rechte Seite. Achtet drauf beim Montieren. Wir machen einen außerhalb der Reihe geplanten Korbtest. Ob das auch alles so funktioniert? Naja, wer hätte das gedacht? Es funktioniert.
Ich finde das immer sehr befriedigend, wenn die Schrauben immer weniger werden, die Bauteile immer weniger werden und das alles zu einem Ganzen wird. Das freut mich immer. Kommen wir zu Schritt 9, 8 Schrauben und dann dieses große Blech hier mit dieser kleinen Nase hier. Die kommt so in den Wagen rein, dann braucht ihr das nicht mehr zu kontrollieren oder suchen, wie es richtig gemacht wird, denn das hier ist die Seitenwand für die Regalböden links und so sieht das auch ganz passend aus. Schritt 10 und 11 gefällt mir besonders gut. Hier schrauben wir einfach die Schrauben rein für die Regalböden. Das ist einfach, das können wir. Schritt 13, die Regalböden einhängen in die zuvor reingeschraubten Schrauben. Ich würde sagen, das hält. Schritt 14, Wagen weg, Oberteil hingelegt mit der Kartonage oder Folie, um die Arbeitsplatte zu schützen. Weil die zerkratzt sowieso irgendwann, aber muss ja nicht gleich am ersten Tag sein. Jetzt ziehen wir die Schublade raus, bis es nicht mehr geht. Wir müssen sie nicht ausbauen und montieren jetzt links und rechts die Griffe dran. Denn hier sehen wir die passenden Löcher dazu und können ganz easy die Griffe montieren. Liebe Grillfreunde, wir müssen uns bei euch entschuldigen. Wir haben gerade ein Tonproblem. Deswegen habe ich jetzt das Handy in der Hand und wir werden diesen Ton auf das Video legen, dass ihr euch nicht wundert. Dickes Wette, sorry, Grills und Barbecue-Karts können wir für Tonlichttechnik, haben wir keine Ahnung von, ist halt jetzt so. Aber wir kriegen das hin, denn es fehlen original nur noch 4 Schrauben und dann sind wir mit dem Aufbau oder mit den Schrauben so weit durch, Körbe rein, Türen reingeklickt und fertig. Ein Hinweis von mir, wir müssen die Schrauben nicht hier reinschrauben, wir werden jetzt das obere mit dem unteren verbinden, sondern in die jeweils äußeren Löcher reinschrauben. Da haben wir auch hier das passende Gewinde. Also, ihr wisst Bescheid. Ich werde jetzt vorsichtig den Korpus einmal umdrehen. Ich habe ja glücklicherweise 2 Griffe links und rechts. Ja. Haben wir das schon mal soweit und jetzt geht's ans Festschrauben. Ich kann euch das jetzt im Video leider nicht zeigen, deswegen habe ich es euch gerade erklärt. Ihr müsst unten reinschauen und da, wo das Gewinde ist, da schrauben wir dann die 2 Teile zusammen. Da einfach wirklich nicht viel Platz ist, hilft hier das Werkzeug, was wir mitgeliefert haben, um die Schrauben richtig fest anzuziehen. Wer einen Ratschekasten zu Hause hat, nochmal deutlich schöneres Arbeiten. Ober- und Unterteil sind zusammen verschraubt. Jetzt kommen lediglich noch die Türen. Und hier haben wir den Stift, der eine Federung hat. Heißt, ich setze den hier problemlos unten in das vorgesehene Loch rein. Mache hier den Stift einmal runter. Dann klackt es einmal und schon ist die Türe montiert. Selbstverständlich machen wir das auf der rechten Seite auch, Türe zu. Jetzt fehlen nur noch unsere Körbe für unser Santos Barbecue Card Pro. Fertig. Mir als Koch gefällt die Edelstahlablage oder Arbeitsplatte sehr gut. Die wird sehr schnell zerkratzen, aber die lebt davon. Die bekommt einen Charakter, dass man damit arbeitet. Schön wird die nie wieder aussehen.
Ich finde den Wagen mega cool. Er lässt sich hervorragend rollen. Endlich haben wir noch mehr Platz für unser Grillzubehör. Wir können auch die zwischen die Regalböden rausnehmen und hochkant unsere Einsatzpfannen, Pizzasteine hochkant hinstellen. Platz ist genug da. Die Körbe können wir hervorragend rausnehmen und Sachen auch reinstellen. Wir haben eine vernünftige Arbeitsfläche. Wir haben Griffe, wo wir auch Haken dran machen könnten. Könnt ihr euch kaufen für Zange, Bürste und hast du nicht gesehen. Also wirklich ein tolles Produkt. Das war die Präsentation, Montage von unserem Santos Barbecue Kart. Ob pro oder mit den anderen Türen, der Aufbau ist identisch. Das für euch als Hinweis. Wenn ihr Fragen zu dem Produkt habt, zu dem Video habt, ruft uns an, schreibt uns eine E-Mail oder noch schöner, kommt persönlich vorbei. Wir freuen uns sehr auf euch. Und wenn euch das Video gefallen hat, ihr wisst Bescheid, klickt, liked, teilt, rastet aus, kommentiert, abonniert den Kanal, verpasst kein Video mehr. Ich bin raus, euer Benni.